So, herzlich willkommen zum Spiel Schönes Ding gegen Team Red in der Federal League Season 1 Deutschland hier Germany 1 Division. Wir haben Team Red, einen großen Contester, der zurzeit auf dem folgenden Platz, der hierbei zu sehen ist, auf Platz 4 ist. Wenn sie das hier gewinnen, kommen sie auf jeden Fall auf Platz 2 oder 3. Weiß nicht, aber auf jeden Fall werden sie Pure Folk hier auf Platz 3 überholen. Von daher ist der Win für Team Red auf jeden Fall wichtig. Schönes Ding, sind auf Platz 11. Könnten den Win gebrauchen, um über EGL auf Platz 10 zu kommen. Aber ja. Platz 4 gegen Platz 11. Es wird ein schwieriges Spiel für... Ein schwieriges Spiel für Schönes Ding. Team Red's First Ban gilt im Doom. Der Razor bei Schönes Ding. Liken auf Team Red. Diesmal wird es kein Liken-Game sein. Schönes Ding hatte in der Joint Dota League jeweils die ersten beiden Spiele, oder nein, jeweils in eins von zwei Spielen Liken bekommen und haben sehr stark geowned. Weil halt Liken. Aber das wird hier nicht passieren. Mal schauen, was das Schönes Ding sonst noch so nicht mag. Faceless Void. Enthaltener mögen sie nicht und Faceless Void Instapick. Guess what? So, Skyrath Mage, Viper oder Brewmaster. Skyrath Mage, ja. Wer hätte es gedacht? Und bei Fibon, Shadow Shaman. Oder schon Midlaner, der den Brewmaster raushält. Brewmaster könnte noch auf die Safelane gehen, aber wenn er es gerne. Ja, er würde gerne in die Mitte, würde ich jetzt mal so sagen. Jo. Shadow Shaman wäre ein guter Pick. Chrono, ja, Witch Doctor auch, aber ich glaube, das ist quasi die Faceless Void Witch Doctor Combo fällt in, je professioneller das ganze Ding wird, fällt ihm so ein bisschen ab. Weil der Witch Doctor halt relativ einfach interruptible ist. Also gehen lieber die Viper. Stärkerer Pick. Beziehungsweise, ja, stabile Helden, muss man so zu nennen. Mal schauen, was hier Team Red und Schönes Ding dann bannen wollen. Dire Team Ban. Klonk. Wraith King Support wurde gebannt. Ja, ist ein starker Supporter und vielleicht bannt Team Red ja auch so ein bisschen die fetteren Helden einfach so ein bisschen raus. Wraith King ist so einer der fettesten Supporter, die ich mir vorstellen kann, in Sachen Lebenspunkte und Survivability. Jo. Und auch erstaunlich mobil mit dem Link Dagger. Dahingegen die Death Prophet wäre ein weiterer relativ harter Carry, schrecklich Pusher, schrecklich Mitte für Team Red, der jetzt hier gebannt wurde. Auch schön mit der Krone eine Synergy dagegen. Die Frage ist halt mit der Viper. Ja gut, man kann beide Helden, Krobel und Viper, mit Lane bzw. Safe Lane. Wäre das jetzt nicht so das große Problem gewesen. Vielleicht kommt auch noch Silencer von einem von beiden Teams raus. Mal schauen, ob es der Fall ist. Oder ob quasi Silencer als meistens als Konter zu großen Teamfights-Lineups, ob der vielleicht nicht doch schon ein bisschen, ja, in der Professional-Szene wird er meistens nicht gespielt, weil man doch schon relativ viel in den Pool wirft, nur um den Global Silence zu haben. Nur für den R-Knopf. Ist halt selten wirklich es wert. Es sei denn, er kontert halt irgendwie gerade genau 5 Leute. Es ist halt meistens nicht wert, einen Silence zu picken, und es ist lieber Single Silences oder einen Stun und einen Hero, der halt doch sonst was mitbringt. Auch sei es ein Orchid Carrier wie Storm oder sowas.
Ist meistens besser. Shadow Shaman und Sand sind hier die weiteren anderen Bands. Sand ist ein hier sehr schöner Band von Team Red, weil gegen die Viper, die alles slowt, ist natürlich der Sand Tower ein relativ guter Counter und außerdem, wenn die Stampede an ist, kann man dem Void halt auch relativ schnell noch ein bisschen ausweichen. Das Shaker. Shaker. Macht hier ein schönes Ding. Also dementsprechend wird das vielleicht nur ein Roaming-Support-Duo. Ist auf jeden Fall sehr mobil. Nicht nur wegen Skyrath Mage, der halt quasi mit Mach 5 ohne Boots über die Maps zischt, sondern auch Earthshaker, der meistens überall gerne sein möchte. Viel Clarity und auf geht's. Als Konter dagegen ist der Rubik, der sowohl den Split im Auge hat, als auch die Mystic Flare, als auch eine Fissure, die für einen Q-Spell extrem viel Impact hat, wenn der Rubik existiert. Zum einen ohne Cast-Time, zum anderen, ja, Earthshaker ist quasi seine Fissure und sein Echo-Stomp und sein Echo-Slam. Und dementsprechend, wenn Rubik den Q stealt, ist er ein halber Earthshaker, um es mal so zu sagen. Wenn die Fissure stealen und wenn er reinspringt, kann man auch Echo-Slam stealen. Und dann übernimmt der Rubik alles, was Earthshaker macht, und das ist verdammt viel. Naja, bisher schöne Picks. Schönes Ding überlegt sich jetzt hier. Sie brauchen Morphling Carry, so wie es ausscheint. Vielleicht auch, ja, wird wahrscheinlich in der Mitte sein, um die Viper zu dodgen mit dem Brewmaster, der ja gegen die Viper absolut keinen Spaß hat. Da kommt der Morphling besser mit klar. Und doch der Silencer hier. Gegen den Brewmaster zum Reinspringen. Wenn Brewmaster klappen sollte, wenn er so greedy ist und klappen sollte, sollte der R-Knopf gefunden werden. Könnte sogar als Carry gespielt werden. Ja, außerdem gegen Morphling ist er auch sehr stark, kann ich rausreplikaten, wenn er sich zu spät dafür entscheidet, das zu tun. Ich weiß nicht, ob man morphen kann. Das könnte... Also ich glaube, es wird nicht unterbrochen, muss er halt vorher angeklickt haben. Denn im Stun geht es ja auch durch, er kann sogar im Stun anklicken. Aber ich glaube, der sollte im Silence nicht gehen. Ich bin mir nicht sicher und werde immer darauf achten, wie das Ganze so ist. Noobcaster ist Noob. Ja, und gegen den Earthshaker sollte der Silence nicht sonderlich effektiv sein, weil, ja, Blink Stomp geht eigentlich schneller, als er gedrückt werden kann. Aber ja, AA kommt hier noch raus. Schönes Ding, sieht ein, dass es halt doch sein kann, dass der Silencer Carry geht. Und meistens auch Silencer besser als Carry. Weil besonders, weil sie in Faceless Void Viper schon als quasi Hard Carry haben, die über 50 Minuten gehen können. Kann auch der Silencer, obwohl er nicht so ein extremer Carry ist und irgendwann halt auch schon abfällt, trotz der Intelligence Steal, dann haben sie da genug, was ins Late Game gehen kann. Naja, denke ich auch, dass es ein Silencer ist. AA hier als Combo für den Faceless Void gebannt und der Weaver ist gebannt, weil man hat zwar den Silencer, den Rubik Lift, aber sonst sieht die Control ein bisschen blöd aus. Prinzipiell hat man halt, also Team Red hat halt nur Q. Das Q vom, also den Lift vom Rubik als Stun. Der Rest könnte der Weaver halt komplett durchfahren. Dementsprechend eventuell wäre hier ein Storm noch drin. Aber Storm Offlane, Acro Try können sie ja nicht so gut gehen. Von daher wird sich hier für den Nyx entschieden. Das ist halt die Frage, ja, seine. Husker. Okay. Ich habe Team Red noch nicht so gecastet. Von daher bin ich mal gespannt, ob das hier was ist, was sie öfters tun. Werde ich mir wahrscheinlich anhören müssen, so, Team Red spielt das doch ständig. Ja, keine Ahnung. Aber bin ich mal sehr gespannt. Auf den Husker. Ich sehe jetzt nicht unbedingt irgendwelche Kombos, von daher gehe ich mal davon aus, dass sie jetzt einfach nur Bock drauf haben. Und ja. Der Nyx Assassin weiß ich nicht, ob er seine Ziele finden wird. Viper kann er nicht töten. Er könnte einen Rubik killen und jetzt hier auch den Support Silencer. Wenn der Silencer. Ja, doch, der Silencer sollte eigentlich da nichts gegen tun können. Weil das Umdrehen, quasi, wenn von hinten das Impale. Die Vendetta kommt, sollte das Impale rauskommen, bevor der Silencer sich umdrehen kann. Aber naja, Void ist auch noch drin. Gerade mein Overlay hier bearbeiten. Prepare for battle. Einmal.
Okay. Dann sind wir jetzt auch schon direkt im Spiel. Auf der Seite von Schönes Ding haben wir einen Supports, Gareth Mage, gespielt von Spinnert. Akul übernimmt hier den Morphling, wohl auf der Safe Lane Carry, doch Big Wobby, doch Mitte auf dem Brewmaster. Ich bin mal gespannt, wie sich das entscheidet. Ron Nizzle auf dem Earthshaker Support. Zu guter Letzt der Stand-in Silence or Love It auf dem Nyx Assassin. Und Team Red ist im Jungle und First Blood auf dem Morph. Wow. Schön gemacht, schöne Fischer. Schöne Fischer. Ich kann es nicht so oft sagen, das wäre wahrscheinlich ein Double Kill geworden. Aber was eine Fischer von Ronnie. Krass gespielt hier. Doch noch. Also ja, sie hatten es lange genug gesehen, aber das war eine fast perfekte Fischer. Die perfekteste, glaube ich, ging nicht, weil Akul hier stand. Und sich hätte Akul halt auch noch reingetan. Danke für die... Ping. Okay. Danke für die Pause, denn jetzt kann ich noch Team Red vorstellen. Vermin ist der Faceless Void, der nicht unbedingt offlane geht. Gut, der Muddy auf der Viper wahrscheinlich in der Midlane. Rubik, Mr. LVN. Und Le Champion auf dem Huskar. Und weil Blau auf der Minimap oder im River fast übersehen. Red Orc, der Team-Captain, auf dem Silencer. Support-Silencer, wie man an der Itemwahl sieht. Ansonsten, ich weiß nicht, Faceless Void wird wohl solo gehen, der Item nach zu erscheinen, und es sollte eine Aggressive Trident werden. Bin ich mal gespannt. Makro-Trial gegen ja, Morphling und so sollte ganz gut sein, besonders mit Huskar, der doch relativ viel Harass hat. Und Grammar-Nazis, ja. Grammatikalische Nationalsozialist. Ja, was soll man auch anders machen, wenn Pause ist, ne? Mehr als flamen kann man ja nicht. Lass mich hier ein bisschen... Ah doch, okay. Ronizzle geht doch zurück, um sich Mana zu holen. Ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Weil sonst wären das ja 50 Gold für die Clarity. Und als Earthshaker, ja, eine Fischer. Mehr hat man nicht. Eine Fischer. So, ready. Dann schauen wir mal. Der Faceless Void geht dann auf die Safe Position. Ich würde mal nicht sagen... Okay. Ja gut, ready war angefragt. Und niemand hat gesagt go. Von daher natürlich direkt wieder in der Pause. Da hat der Stand-in einfach so weitergemacht. Anyway. Jo. Und bei euch so? Montagabend. Ja. Hier gibt's wohl nicht so viel zu erzählen. Mein Tag war ganz schön. Ich hatte nichts gemacht. Studi-Leben. Und jetzt kann mein Tag endlich beginnen. Und perfekt, nochmal kurz AFK. Damage. Klick. So, da sind wir wieder.
passend zu Unpause. Und wir sehen, wie die Teams auf die Lanes gehen. Ist das nicht spannend? Ist das nicht spannend? Okay, der Earthshaker rotiert direkt schon mal in die Mitte. Vielleicht um einen Level 1 Gank aufzuhalten, beziehungsweise selber zu tun. Der Ward sieht ihn allerdings, von daher kein Level 1 Gank. Einfach nur rotieren. Müssen natürlich jetzt aufpassen, dass sie ihm nicht den Weg abschneiden. Der Ward sollte gesehen worden sein. Und ja, bisher muss es relativ defensiv sein. Man sieht hier schon den Morphling, der schon sein erstes Tango manchen muss. Und der Husker, der extrem viel Harass hat. Also die Lane ist quasi per Definition Harass. Was halt schon krass ist. Ein Silence mit Last wird, dass ja den Rubik, der im Endeffekt für die Kills sorgen kann. Und ja. Ups. Und halbe Leben vom Morphling. Krasse Scheiße. Auf der Botlane. Das ist noch relativ even. Mal gucken, ob der Stanton sich hier gegen Vermin auf dem Offlane Faces Void durchsetzen kann. Und in der Mitte ist es Last-Hits-weise, ja, für die Viper sehr relativ vorteilhaft. Der Morphling wird sehr, sehr stark rausgeharrist. Noch ein Tango. Wird wahrscheinlich von den Supports nachher dann gepoolt bekommen. Aber ja, 9 zu 5 in der Mitte gegen 6 zu 0. Da ist also so ein bisschen was schon zu sehen. Aber klar, die Viper hat da in der Mitte auf jeden Fall das favorable Lineup. Ja, der Sentry Ward von SD findet leider nichts. Denn tatsächlich ist da gar kein Ward. Das einzige Ward, der steht, ist eine Rune. Und der Silencer hat noch ein Ward. Von daher hätten sie hier vielleicht gucken können. Der Silencer hat noch ein Ward. Wahrscheinlich sollte der Offlaner den anderen Ward haben. Und dementsprechend hätten sie da nicht Sentryen sollen. In dem Fall hat natürlich der Offlaner kein Ward. Aber ja, ich hätte jetzt den Ward halt auch hier irgendwie vermutet als schönes Ding. Und die nächste Pause. Whee! Das ist ja super hier. Spannend hoch 3. Ja, Supports. Jetzt die Supports haben ein bisschen mehr Level, weil sie näher an der Creefiff bremen konnten. Aber ansonsten müssen halt jetzt. Der erste Pull ist halt hier schon passiert. Sie versuchen sogar einen Pull-Through, was vielleicht ein bisschen greedy ist. Aber ja, müssen sie halt gucken, ob da was passiert. Und ob sie dafür nicht sterben. Denn der Husker, wie man hier sieht, geht noch schon kurz nach rechts. Dann wird man schauen, ob sie was finden. Denn so ein Lift könnte das Ende für einen schönes Ding-Supports werden. Und Team Red so ein bisschen in die Führung schießen. Mal schauen, ob hier. Team Red hier. Ja, sich den Vorteil schon jetzt erspielen wird, nach knapp 2 Minuten. Und ob sie sein wird. Hier aufhören zu Grammar-Nazien. Meine Güte. So, der Pull-Through hat geklappt. Die Fischer waren nicht so toll. So, ja, unnötig. Aber naja. Und immerhin wurde die Creefiff ein bisschen zurückgezogen. Trotzdem läuft die Creefiff irgendwann, wenn sie das dann nochmal das Pathing finden, da rein. Also ist da nicht so viel passiert, außer ein bisschen was zu teilen. SD pinkt hier auf das Hardcamp, auf das Solo-Camp. Und der Morphling muss jetzt aufpassen, denn die Supports sind weg. Ob das jetzt Teammate gesehen hat, weiß ich nicht. Well played. Ja, vielleicht hätte. Also ich meine, die Fischer hier. Die Fischer hätte hier schon machen können. Und Viper war weit hinten, aber naja, gut. Passiert. Ansonsten, Last Hits sieht man halt sehr stark, dass Team Red extrem weit vorne ist. Weil der Morphling kann absolut nichts farmen. Einen CRs. Sogar die Supports haben mehr. Jeder Support hat mehr durch den Pull. Was halt schon eine Leistung ist. Die nächste Assassin wird hier auch relativ stark rausgeharrist. Panda hat die meisten mit 16 und Morphling tötet Silencer hier.
Schöne Fischer wahrscheinlich, Concussive Shot, ja. Und genug Damage da, da sie alle halt zurück sein mussten und die Creeper farmen. Da war der Silencer ein bisschen weit vorne. First Blood First, die hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es ist ja schön, sich überraschen zu lassen. Nächstes Assassin muss ich aufpassen vor Lucky Bashes. Aber das Tower Akku verhindert mehr draus. Upp, das Bindert wurde jetzt gefasst. Mal schauen, ob der Damage reicht. Nein, die Control fehlt ein bisschen. Der Dot ist da. Extrem viel Dot. Aber reicht natürlich nicht ganz. Ist auch noch erst Level 2, der Silencer. Muss da noch ein bisschen was werden, um The Curse of the Silence vielleicht mehr zu machen. Mal schauen, ob er Curse of the Silence maxt oder ob er doch lieber hier auf den aufs Last Word geht. So wie er mit dem Last Word Harris, wird das wohl eher ein Last Word werden. Besonders durch den Disarm-Effekt und Chrono unten. Easy Kill auf den Nyx Assassin. Klar, kann man ab Level 6 machen. War auch gar nicht mal so ein knappes Level 6. War schon halt schon hinter dem Tower, aber das ist halt eine schwierige Entscheidung bei Level 6, halt, wie weit man gehen kann. Ronnie sollte jetzt aufpassen, dass er nicht AFK ist hier. Gerade so weggekommen. Wobei allerdings natürlich der Huskar schon wieder weg wäre. Also wenn SD das sieht, hätten sie da durchaus re-engagen können. Es geht jetzt trotz Level 6 wieder auf die Botlane. Wahrscheinlich Level 7 für das Impale Level 3, für Level 4 zu bekommen. Und ja. Hier kommt Split tatsächlich auf die Viper. Oh, und sie geht High Ground und damit ist der Stun daneben. Stun kommt jetzt raus. Die Frage ist, reicht der Damage hierfür? Sollte nicht. Wird ein bisschen gejuckt. Wird ein bisschen gejuckt. Und der Stun wird gleich wieder ready sein, ja. Und. Oh, schön. Ja, gut, klar. Ist ja natürlich ein klar. Mit dem Drunken Brawler ein klarer Crit. Und es hat genau gereicht. Ja, ein bisschen blöd mit dem Juken. Klar hätte der Juken müssen. Vielleicht hätte es mehr gebracht, wenn er in die Richtung weggegangen ist. Und dann der Brewmaster immerhin weit weg hinten war. Prinzipiell war es halt ein Problem, dass er keine Supports TP hatte. Und das TP hätte der Viper relativ. Also hätte den Arsch gerettet. Aber naja, war auch relativ knapp. Wahrscheinlich hätte niemand gedacht, dass sie den so wirklich tot bekommen. Aber die Viper geht jetzt oben. Und ein bisschen Foreman-Action. Mal gucken, SD sieht es nicht. Der Viper versteckt sich noch. Und Plat. Oh doch, hat sich jetzt gezeigt. SD müssen hier gucken, dass sie nicht gedived werden. Level 6 ist der noch nicht. Aber Viper kommt von hinten. Es wird also ein Dive. Mal schauen, ob sie wegkommen. Fischer auf 3. Reicht natürlich nicht ganz. Hier wird einer nach dem anderen aufgemacht. Nüsse sollte von dem Fire in the Flames sterben. Wird sich durch die Creeps denied. Ja, hat sich durch die Creeps immerhin denied bekommen. Pings kommen aus. Mal gucken, ob sie da noch tiefer gehen wollen. Weil sollten sie nicht tun mit Huskar. Klapp, klapp, klapp. Mit Haste-Rune direkt der Panda noch da rein. Klapp ist bald wieder da. Wir müssen jetzt gucken, ob sie nicht... Ja, das ist das Problem, weil noch ist der Klapp nicht da. Da sind sie zu früh rein. Hätten sie dann noch ein bisschen gewartet, da fehlt die Absprache ein bisschen. Mal gucken, ob sie den Husker noch tot bekommen. Die Haste ist jetzt vorbei. Der Last-Hit kommt und nimmt den noch. Allerdings jetzt Team Red wieder rein TP'd. Beide Supporter sind nicht so viel, aber könnten einen Brewmaster ohne Leben... Und den Scarlet-Mage fast ohne Mana... Brewmaster ohne Mana. Sollten sie auf jeden Fall aufpassen, haben sie getan. 5 zu 4 für SD. Schlagen sich dann doch relativ gut. Und die Rotation von der Viper hat nicht so ganz funktioniert. Aber die Trades definitiv besser für SD. Allerdings der Farm, wie man halt hier schon an der Last noch sieht, ist natürlich noch weit in Favor auf Team Red. Da die Lanes bisher stärker waren. Aber... 8 Minuten, 15 Blinkdagger für Brewmaster. Aber klar, 3-0-1. That's one hell of a Brewmaster. Und what? Nix. Vendetta, Kill auf den Faceless Void. Der wohl nicht genug Skill hatte, um jeden Damage zu backtracken. Da ich immer noch der Meinung bin, den Skill eines Faceless Void ist davon abschätzbar, wie viele Vendetta-Hits und Stunts und Finger of Deaths oder so man backtrackt. Tja, hat wohl nicht so ganz funktioniert. Aber schön mit dem Nyx Assassin, dass er immerhin zeigt, dass der Faceless Void nicht nur, ja, nicht alles machen kann da vorne. Das ist jetzt 1-1 auf der Aufwehr. Blink into Clap.
und der Sinus stirbt. Aber mehr sollte nicht passieren. Andererseits, Tornado könnte noch rauskommen. Tornado ist out of range. Daher, naja, gut. Clap und Kill ist es schon wert, ist zwar nur ein Silencer, aber jeder Kill zählt hier, besonders für den Brewmaster selbst. Nicht nur, dass die Lane hier... Na, ein bisschen sehen sie noch, dass hier ein Wort ist. Sollte auch auf jeden Fall reichen. Nix Assassin ist jetzt oben, der mit Tier 1 wird gepressured. Morphling hat hier versucht ein bisschen zu farmen, allerdings kriegt auch hier nichts. Ja, Wobster hat jetzt hier gesehen, das Problem ist, dass Spinnert auf dem kriegt, ja, hat den Slow noch rausbekommen, aber jetzt muss SD aufpassen. Hat einen TP reinbekommen, aber es hat halt nicht gereicht. Kaum Hit, kaum Damage auf die Viper, die jetzt anfängt tanky zu werden, besonders hier mit dem Chainmail. Und das ist halt nicht so einfach. Ja, Wobster muss jetzt hier aufpassen, dass er da nicht zu weit reingeht und ja, er ist weit vorne raus, 4-0-1. Aber das restliche Team ist halt relativ weit hin. Da muss er da halt aufpassen. Das muss halt auf jeden Fall den Tower hier gehen lassen. Schön von Team Red, dass sie hier Four-Man-Action machen und den Tower einreißen. Wenn sie halt sehen, dass der Rest ist halt noch relativ low. Und dann müssen sie halt schon darauf achten, dass sie halt engagen, ohne dass das Brewmaster-Ulti auf ab ist. Und halt außerhalb der Zeit haben sie doch eine relativ gute Chance, beziehungsweise ein gutes, ja, können sie viel tun, so. Double Damage auf dem Silencer, die zweite Double Damage in diesem Spiel, aber natürlich nicht so sinnvoll. Akul hat hier wohl Game Sense und bleibt ein bisschen zurück. Huska kriegt hier oben Free Farm, ja, und weiterhin. SD ist relativ defensiv und sollten... Ja, versuchen ein bisschen mehr aus den Lanes rauszubekommen. Klar, unten wird jetzt nichts machen, der Tower wird wahrscheinlich auch fallen und SD wird ihn nicht contesten können. Da sie halt einfach noch nicht so weit sind. Earthshaker hat halt nichts und so. Jetzt kommt hier die Initiation. Der Huska muss jetzt hier aufpassen, aber kann eigentlich auch nichts machen, denn ohne Escape ist er da ein bisschen zu weit vorne gewesen. Dafür kriegt natürlich jetzt Team Red in den Bottom Tower. SD hat wahrscheinlich, ja, weder die TPs noch quasi, ja, sie wissen, dass sie nicht contesten können. Die richtige Entscheidung, vielleicht hier ein bisschen Pressure auf den Top Tower für Team Red machen, aber generell wesentlich schneller geht er down, als sie irgendwas tun können. Mask of Madness auf dem Void macht sicken Damage. Machen hier ein bisschen Pressure, müssen wir natürlich auf eine Re-Engage aufpassen. Flüffe und TPs können kommen, andererseits Team Red kann auch einfach den nächsten Tower holen. Und da muss ich jetzt gucken, was SD tut. Ob sie es irgendwie delayen können, ob sie rein TP'en. Okay, sie TP'en rein. Sie geben den Tower komplett auf. Team Red sieht, okay, sie gehen zurück. Das heißt, es gibt hier einen Engage. Aber Team Red hat auch alles auf. Also ja, der Global Sinus fehlt noch. Und das Ulti davon fehlt. Aber sonst ist alles ab. Trotzdem sagen sie sich, Team Red, wir gehen B. Denn Primus Bit ist draußen. Und Big Wobby hier auf dem Brewmaster ist gerade der größte Player von SD. Man doch schon ein bisschen aufpassen muss. Und die Pinks kommen raus auf den Huska hier, der doch ein bisschen weit vorne ist. Mal schauen, ob sie da... Ja gut, aber der Huska geht zurück. Diesmal nicht so ganz greedy. Pinks kommen für Roshan aus, der Ping kam wohl von SD. Aber ich glaube, beide Seiten können den Roshan nicht so wirklich machen. Da ist es noch ein bisschen zu früh für. Und das Sinus ist weit vorne. Muss hier aufpassen. Clap kommt rein und direkt zur Split. Schöne Zoning. Zoning-Ding, aber ups, musste der Void hier aufpassen. Impale auf. Ja, auf fast keinen. Rubik wird hier getroffen. Die Viper zont den ganzen Rest von SD aus. Brewmaster ist hier ein bisschen zu weit vorne. Sollte vielleicht springen und clappen. Oh, was ein Duke. Was ein Duke. Er muss hier zurückgehen. Ja, und wollte doch, war noch zu greedy. Wollte den Kill noch haben. Und stirbt hier gegen den Rest. Also 2-0 Trade hier für Team Red. Eine wunderschöne Chrono, die den ganzen Rest davon ausgesaunt hat. Und auch relativ schnell gesehen, als da doch die Mystic Flare von dem Skyrath Mage kam, dass der Void halt schnell Positioning wechseln musste. Also immerhin nicht blind auf die Leute in der Chrono gehauen. Sondern da schon mitgedacht. Sehr schön hier, Space Steel und Global Sinus ist jetzt online. Was haben wir bekommen? Spike Carapace, können sich noch als interessant erscheinen, wobei der Rubik wahrscheinlich lieber hätte Impale bekommen.
Gut. Ja, die Ultis sind teilweise down von Team Red. Ich weiß nicht, ob sie da reingehen wollen. Ist die Knight hier in den Tower. Also wollten sie doch nicht das restliche Teil von Damage machen. Andererseits sind sie natürlich auch schon top rotiert. Und hatten da keine Lust mehr. Ja, SD beginnt hier so ein bisschen Schritt für Schritt die Map-Control zu verlieren. Wir sehen schon, da ist die Linie von Team Red, wo sie sich tatsächlich auch relativ nah dran bewegen. Klar ist ja jetzt halt eine Invis-Runde, mal gucken. Oh, okay, sieht nicht, dass er geblockt wird. Richtigen Moment umgedreht. Und Team Red nimmt hier auch den letzten Outer Tier 1 Tower. Muss natürlich aufpassen, die Invis-Runde ist bald rum. Da muss Red auch jetzt schleunigst abhauen. Oh, und kriegt hier mit. Oh, was eine Pause, okay. Einer ist beim TS disconnected. Ja, okay. 580 Damage. Wir haben bei Carapace, der nicht procken wird. Weil Silence, ja, kein Damage macht. Oh, ne, Quatsch, Silence hat geprockt. Und er hatte noch eine 4-sekündige Silence. Fischer wird kommen, hat aber 1,5 Sekunden Stun, TP-Support ist ready. Naja, nur von Huska. Und ja, TP-Support von Huska kommt. Und jetzt müssen sie turnen. Mal schauen auf den Ulti. Upp, oh, und springen kann er. Zack, da war der Team. Ein schönes Impay. Schönes Vendetta. Doch noch richtig online gewesen. Und schnell Schlimmeres verhindert. Aber natürlich ist es ein Vendetta für 60 Sekunden down, die nicht genutzt werden konnte. Der Morphling, ja, holt ein bisschen im Farm aus. Ist aber trotzdem noch relativ weit hinten. Knapp 30 CS hinter dem Durchschnitt. Und auch der Brewmaster hat abgenommen. Allerdings die Nyx Assassin hat ein bisschen zugenommen. In Sachen von Farm. Wird natürlich mit 30 und... ja, 30... beziehungsweise 20 CS noch von dem Rest von Team Red überholt. Andererseits die Supports von Team Red, 0-3, 0-1, sind doch schon relativ wenig Creeps jetzt bekommen. Eine Krone auf einen, aus Spike Carapace im richtigen Moment. Hilft natürlich hier nicht viel, hat nur den Tod ein bisschen herausgezögert. Fischer war da, hat auch nichts gebracht, aber ansonsten mal gucken, ob sie contesten wollen. Ja, sie wollen contesten. Dingens kommt. Split kommt raus, aber jetzt versucht er natürlich SD zurückzugehen. Huska kriegen sie gestunt. Die Frage ist, ob das reicht, weil sie haben genug Damage, um jetzt die ganzen Panda hinter uns rauszugehen. Und eigentlich will gerade niemand rein. Okay. Der Skyrath Mage verfolgt lieber den... ja. Lieber den Faceless Void, den sie nicht töten können. Und somit hat sich der Teamfight aufgelöst. Zum Leidwesen für SD, die den Split dafür verwendet haben. Auch die Chrono, gut. Chronos raus, Split ist raus. Ich glaube, Silence ist auch noch ein bisschen 20 Sekunden lang down. Naja, sind jetzt beide Seiten so ein bisschen. Na. Mal schauen, ob sie da rein wollen. Schöne Fische. Mal schauen. Baitet ein bisschen. Aber jetzt ist klar, dass es nicht los ist. Konnte nicht viel mehr baiten als das. Andererseits ist es natürlich auch die Luft Moffling gewesen, der jetzt nicht da rein kann. Und daher wird SD hier wohl ein bisschen baiten. Deshalb stehen sie hier. Denn wenn sie da wirklich fighten wollen, also wenn sie da nicht fighten wollen, stehen sie ein bisschen da dran. Der Huska kann reinjumpen. Hilo von der Viper ist auch da. Und Void hat fast bald wieder seine Chrono. Global Science ist auch noch ready. Ah, konnte kein Deny gemacht werden. Aber natürlich der Scarif Mage wird da ziemlich schnell downgeburstet mit dem Slow. Und gelegentlichen Bashes. Hatte da keine Chance. Ja, der Tower ist down gegangen für SD und SD stand zu nah dran. Dann hat sie nur zugeguckt. Und zwar, ja. Sehr nah dran und. Oh. Ja. Okay, sollte hier wegkommen. Sollte hier wegkommen. Trotzdem Global Silence. Global Silence geht also durch das Morph durch. Beziehungsweise Morph geht durch den Silence durch. Und gut, dass er dann TP reinbekommen hatte, weil er hatte auch keinen Mana mehr gehabt. Um die Waveform zu machen. Immerhin hat er dann noch mit dem Stick Charges, glaube ich, gerade so genug Mana für das TP. Gut für ihn.
Brewmaster steckt sich an, da ein bisschen reinzugehen. Aber, ja, die Wards sieht den Brewmaster. schöne Wards hier von Team Red. Von daher, da ist die keine Chance, irgendjemanden zu überraschen. Sie sehen auch hier selber, dass die B gehen. Die D-Wards von Team Red haben hier nicht... Okay. Team Red hat doch... Also, SD hat eigentlich hier durch den Ward gesehen, dass alle weggegangen sind. Vielleicht dachten sie, dass irgendwie Husker oder so noch drin ist. Für ein Solo zu machen. Aber naja, better safe than sorry. Meine Mana-Boots sind jetzt auch auf Earthshaker drin, von daher ist nicht mehr die Welt. Ups. Und erstens geht das Gareth-Mage down. Und nächstes Assassin geht in das Vendetta rein. Dust ist da, trifft ihn auch. Jetzt muss er sich beeilen. Oh, Vendetta für einen Rubik ist gestohlen. Und kriegen ihn auch nicht wirklich down, bevor das, ja, um einsetzen zu können. Schönes TP raus, auf jeden Fall hier vom Stand-In. Schöne Plays. Versucht ein bisschen auf seinem Blink-Dagger zu sparen. Farmt doch relativ gut dafür, muss man sagen. Aber ja, 12 zu 8 hier der Stand. Und so langsam, ein T2 steht noch. Und SD hat keinen einzigen T1-Tower bekommen. Tja, das wird sich also dementsprechend Highground zeigen. Wenn SD hier einen Fight Highground verliert, sollten sie schnell Rex verlieren und eventuell das Game aus der Hand bekommen. Denn so richtig raus können sie nicht mehr ohne Smoke. Es wäre aber auch langsam Zeit, noch ein bisschen Vision haben sie, dass sie hier mal in ein paar Leute reinsmoken. Es kommt ein Courier, ein Maelstrom, Pure Vermin für den Faceless Void und neue Wards. Ilo geht halt hier ein bisschen scouten. ASD wollte darauf jumpen, aber Team Red stand da passend genug. Vielleicht wäre es tatsächlich an der Zeit, mal einen Smoke zu kaufen. Haben wahrscheinlich noch 5 Smokes im Stack. Frage ist, gekauft hat hier niemand einen Smoke. Okay. Die Ward wird bald weg sein. Rubik schön mit dem Vendetta hier vorne. Vendetta auf Level 2, von daher kann er relativ lange da bleiben. Und kann hier besonders auf den Brewmaster, wenn er gerade quasi jumpen will und klappen will, wahrscheinlich den Hit setzen. Aber so langsam läuft es aus. Und okay. Findet Rubik nix. Mal gucken, ob sie warten auf die nächste Vendetta, ob es einfach reingeht. Durch die Ward hier, sehr schön, sehen sie halt den Void im da drin. Und Spinner sollte sich vielleicht umdrehen, wenn er den silencen will vorher. Weil das wird auf Millisekunden Reactions drauflaufen. Weil Team Red zieht sich hier ein bisschen zurück. Sie sollten eigentlich den Ward hier gesehen haben durch den Rubik. Von daher sollte auch der Faceless Void sehen, dass der Scarlet Mage auf ihn wartet und quasi an eine Animation schon Silence drücken kann. Ja, aber prinzipiell sind sie auch in No-Rush. Sie können mit der Viper und Husker vorne stehen, können den Tower einfach kaputt machen und SD will auch nicht rein. Oder kann auch nicht rein, weil Global Silence kommt halt instant, wenn bevor der Schlitt kommt. Und daher auch hier schön gemacht. Offling hat wieder mal keine Illu. Sollte vielleicht hier rausgehen, ja. Diesmal reicht es aber gerade so. Ein Hit. Knappe Sache. Aber hier geht es hier rein. Global Silence kommt raus. Vor dem Split. Und die Frage ist, ja, Split ist noch rechtzeitig da. Wird geused. Schöne Fischer hier. Und schönes Skyrim Mate. Und die tötet zwei Echo Slim auf den zweiten. Noch so raus, dass einer noch vorher tot war. Sodass er erst gerne einen Double Kill bekommen hat. Und noch Double Bonus, wenn ich auf die Viper gekommen habe. Sodass sie direkt hauen geht. 13-0 Trade hier für SD. Und ein bisschen Team Red vollkommen erzeugt hat. Chrono auf 4. Zeit ins Stun kommt raus. Schön gemacht. Die Frage ist halt, ob es noch irgendwas bringt. In dem Sinne bringt es was, als dass jetzt, als dass SD jetzt hier tradet 2 zu 3. Und zwar relativ gut. 2 zu 2 Supports und die Viper noch mitgenommen. Und ein bisschen Damage auf den Tower gemacht. Das Ganze für ein Split gegen eine Chrono und einen Silence getauscht. Doch definitiv ein guter Trade für SD. Und davon müssen sie mehr haben, um da rauszukommen. Also, um wieder hochzukommen. Können Sie langsam mal auf die Graphen gucken. XP ist tatsächlich bei 23 Minuten ist 3k XP nichts. Aber das Gold ist bei 10.000. Klar, es sind 6 Tower. 6 mal, ja. Ist ungefähr bei 12.000. Das sind genau 6 Tower. Ansonsten ist es tatsächlich even. Was, ja. Die Kills sind relativ even. Aber die Assets sind bei weitem nicht even. Von daher überrascht mich das mit dem Gold schon noch ein bisschen. Ja, Team Red geht hier Roshan an. Jetzt weiß SD das. Aber sie sollten zu spät kommen.
kommen halt auch rein. Bam! Schön hier gesehen, aber... Okay, jetzt springt keiner rein. Wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Jetzt ist der Blink, der gab einen Earthshaker da, aber Ulti ist trotzdem noch ein bisschen hin, bis es ist. SD hätte auch hier auch gesehen, dass hier gewartet wurde und hat auch direkt einen Sentry noch dazugestellt. Jo, und ich glaube, der Highground-Push kann jetzt beginnen. Der Morphling muss ja aufpassen, ist direkt neben dem Sentry Ward. Hat ja jetzt seine Waveform benutzt. Das könnte sich fatal herausstellen. 8 Sekunden, 5 Sekunden, Blink rein. Okay, Nummer sicherstellen, Chrono. Und Insta-Kill. Ja, und Rubik hat jetzt Strength Morph und zack. Erstmal plus 300. Plus 300 Leben für Nada. Schön hier passen. Minus 1 Agility. Damn Bugs. Das ist dieser Rundungsfehler im Code. Gut, der Hackerlund Kusch kann beginnen ohne Morphling. Müssen sie jetzt extrem aufpassen. Andererseits, Chrono ist down. Das ist ein Vorteil für sie. Ah, jetzt ist das Impel da. Stunt sich hier gegenseitig. Und weiß ich nicht. Panic. Schöne Mystic Flare und schönes Vendetta-Usage hier. Allerdings ist es halt auch nur die Aegis. Schöner Stun auf 3. Aber es fehlt halt der Follow-up. Sie versuchen halt nur ein bisschen zu stallen, bis halt hier der Rest da ist. Aber es ist halt auch schon wieder... Der Nyx muss halt schon wieder zur Base zurück. Schöne Fissure hier allerdings. Trennt die zwei komplett vom Rest. Aber niemand ist da, um halt irgendwas zu tun. Split ist halt jetzt ready, aber... Aber der Tower ist halt auch schon down. Die Wies kommen jetzt hier rein. Okay, wird gegoat. Alles auf die Elo, was halt sehr schön hierfür ist. Ein Stun auf 2. Passen ganz gut, aber SD muss hier wieder B gehen und Chrono ist auf Cooldown. Das wäre eine super Chrono gewesen. Gehen hier rein, die Viper sollte jetzt sterben. Okay, Curse auf allen. Nyx stirbt. Kriegen sie den Husker noch? Sollten sie bekommen? Ja, auch die schöne Fischer dafür, um den noch tot zu bekommen. Allerdings stirbt hier der Morphling dafür. Schön vom Weg abgeholt. Und der Husker lebt doch noch. Okay, das habe ich so nicht gesehen. Das hat sich dann doch so herausgestellt, als ob das nicht so ganz der super Fight war für SD. Waren ein paar tolle Aktionen drin. Die Fischers gingen so, waren halt auf die Targets, die es gerade musste. Schöne Impels auf jeden Fall hier vom Stand-In. Nyx Assassin schlägt sich hier doch relativ gut, hält SD ein bisschen im Spiel drin. Allerdings dieser Kampf schmeißt SD so ein bisschen aus dem Spiel raus. Es könnte sogar mehrere Racks sein. Es ist nicht wie hier der Scareth Mage und der Earthshaker noch den abhalten müssen, aber wie es scheint, geht Team Red zurück und lässt dann hier doch beide Rakes da. Oder ist es ein Rocks... Naja, okay, ist keine Smoke da. Ist kein Rocks Kiss Turnaround. Ich glaube, es war Rocks Kiss. Glaube ich. Aber es ist dann halt immerhin ein Tree-Doto Turnaround. Mal schauen, ob sie den hier bekommen. Ob sie einen finden, der rausgeht und sofort wieder reinkommt. Ja, der Nyx geht raus. Mal gucken, ob er schnell auf den Fingern ist. Ups, und da haben sie den... Ja, finden sie nicht. Zup! Pink! Was für Plays hier. Ups, und... Ja gut, okay, nichts passiert natürlich. Weil die Magic Immunity... Also ja, es ist basically Magic Immunity auf den Levels. Und eine Chrono tötet 2. Super gemacht hier von SD. Den Plays aber halt auch schön gekontert von Team Red. Die hat einfach leider nur Magical Damage damit da hatten. Und der Damage einfach nicht ausgereicht hat, um den Husker zu töten. Obwohl Vendetta benutzt wurde und die Mystical Flare. Die natürlich mit Magic Immunity von Bonus Resistance 7 pro. Was weiß ich. Das ist natürlich wie. Oh, was ein Echo Slam. Aber ja, die Fischer kamen halt auch raus, aber es reicht nicht ganz, wie es scheint. Ich glaube, Sans ist draußen. Panda holt den Rest noch mit. Aber es ist ein 2-1 straight hierfür. Und sie schaffen es nicht ganz. Selbst der Brewmaster stirbt noch in seiner Ultiform und GG ist ja auch schon gecallt. Schön runtergespielt von Team Red. Ah, das ist schwierig, jetzt zu analysieren, woran es hakt. Prinzipiell lag es nur in der Laning Stage. SD hat sich sehr gut geschlagen, hat in den Teamfights auch gut, kam gut mit klar. Und hat sich generell, es war sehr, sehr knapp, muss ich schon sagen, dafür, dass die beiden Teams doch so weit auseinander sind, hat SD hier ein super Spiel gemacht. Auch definitiv mit dem Nyx Assassin, der hier schöne Plays gemacht hat. Ja, und es wird sich ein Spiel 2 zeigen, die das Ganze besser läuft.
Team Red hat das hier bekommen. Wenn SD eine bessere Laning Stage bekommen, haben sie da auf jeden Fall viel, viel Chancen. Und der, okay. Achso, okay, das ist. Hat er jetzt hier von selber zusammengestellt. Der Morphling, das Manta-Style. Okay. Spiel 2 folgt sofort.